Ja, herzlich willkommen zur heutigen Live-Session in unserem Wissensmanagement-MOOC 2023. Heute geht's wieder ganz tief in die Praxis, wenn man so möchte, mit der Larissa Übereck von Daimler Truck. Die Larissa hat dort nämlich ein Konzept entwickelt, wie das Wissensmanagement auch in der Produktion, ne, also diese ominösen Mitarbeitenden, die nicht am Rechner sitzen, aber irgendwie trotzdem da sind, wie man die einbinden kann. Und das war tatsächlich, und da bin ich jetzt auch ein bisschen stolz, also entschuldige, Larissa, weil das ist eine Studienarbeit gewesen, die Larissa bei mir an der dualen Hochschule geschrieben hat. Und ich fand die Studienarbeit so exzellent, dass ich sie gleich gefragt habe, ob sie da nicht eine MOOC-Session draus machen möchte. Und was richtig cool ist, aber das wirst du gleich noch erzählen, Larissa, ist, dass tatsächlich dieses Konzept aus der Studienarbeit mittlerweile sogar umgesetzt ist. Also wirklich den Weg in die Praxis gefunden hat. Genau, ansonsten ziehe ich mich jetzt auch wieder zurück und übergebe dir Wort und Bildschirm, Larissa. Genau, jetzt hoffe ich mal, die hohen Erwartungen hier nicht zu enttäuschen. Ich bin Larissa, ich würde auch duzen. Ich glaube, das passt, oder ist ja im Wissensmanagement sowieso so gehandhabt. Ich bin bei der Daimler Truck AG tätig, genauso wie es die Gabriele gesagt hat. Bin da seit 2019 als Qualitätsingenieurin in der Qualitätssicherung und mache eben nebenher das duale Studium zur Wirtschaftsingenieurin. Und würde auch gleich einsteigen, weil zu dem, wo ich arbeite, also zu unserer Produktion, sage ich später noch mal mehr. Genau, jetzt würde ich erstmal so ein bisschen auf das Thema hinführen. Und zwar, als wir mit der Studienarbeit angefangen haben, da haben wir tatsächlich auch noch gar nicht an die Produktion gedacht, weil erstmal auch bei mir tatsächlich, obwohl ich ja so ganz produktionsnah arbeite oder sogar mit der Produktion zusammen, bei Wissensmanagement sofort die Assoziation mit unseren Büroarbeitsplätzen, sage ich mal, kam und wir dann diese Studienarbeit auch erstmal dahingehend angemeldet haben, die Wissensflüsse bei uns im Büro zu untersuchen. Und dann kam mein Chef und hat gemeint, hey, aber dieses Vorurteil, was da jetzt auch ich nochmal so plakativ hingeschrieben habe und stimmt doch gar nicht und hat mich nochmal darauf hingewiesen, hey, bei uns gibt es doch super viel Wissen in der Produktion. Ich habe das hier auch nochmal so ein bisschen aufgezeigt, angefangen natürlich mit dem, dass wir alle kennen, Erfahrungskörper und Routinewissen. Bei uns jetzt im Sinne der Qualitätsprüfung, also wir sind ja in der Qualitätssicherung unterwegs, ist es zum Beispiel, wo fasst so ein Werken dahin, wenn er so eine Prüfung macht, der hat ja schon eine Routine. Das heißt, ich fasse dann vielleicht eine Schraube und denke gar nicht mehr bewusst drüber nach. Wissen über Prozesspartner, was dann in so einer Produktion sein kann. Wer wird gerade im Umfeld angelernt? Wo können dann besonders oder wo guckt man besonders nochmal hin, weil da gerade neue Mitarbeitende sind? Oder eben, wenn man jetzt hier bei uns genauer auf die Fachthemen hingeht, auch schon so Dinge wie den Zollbauzustand, den Qualitätsmaßstab, das technische Verständnis. Das heißt, der Werkende muss dann entscheiden können, ist das Fahrzeug jetzt gut oder schlecht. Genau, das heißt, damit haben wir uns beschäftigt und haben dann gesagt, nee, dann melden wir jetzt nochmal um und machen unseren Fokus auf die Produktionsmitarbeitenden und gucken uns das Ganze nochmal genauer an und schauen dann eben hin, wo haben wir Wissensflüsse in der Produktion. Genau. Das heißt, erstmal haben wir uns dann angeguckt, was sind denn eigentlich so die typischen Problematiken, die wir in der Produktion haben, was Wissensmanagement angeht. Und da war eigentlich so das, was uns als erstes aufgefallen ist, dass sich gewerbliche Mitarbeitende eigentlich über das eigene Wissen gar nicht so groß bewusst sind. Und deswegen passiert es dann ganz oft, dass zwar Wissen vorhanden ist bei den einzelnen Mitarbeitenden, aber dieses eben untereinander nicht systematisch kommuniziert wird, sondern eben eher wir von diesen, ja, wir sprechen ja immer über die Wissensinseln, deswegen habe ich hier auch so ein schönes Bildchen hingemacht. Wir haben einzelne Wissensinseln in der Produktion, die alle sehr viel wissen, aber sich dem eben gar nicht bewusst sind. Und wenn wir dann noch ein Schichtsystem dazu bekommen, das heißt, die Mitarbeitenden, die sehen sich unbedingt alle gar nicht, dann führt es eben oder kann das dazu führen, dass wir ein Stille-Post-Prinzip haben. Das heißt, manches Wissen wird weitergegeben, anderes nicht. Es verändert sich, was natürlich auch in einer getakteten Produktion ist. Da hat man jetzt nicht unbedingt alle Zeit der Welt, sich jetzt mal einen Kaffee zu ziehen und sich auszutauschen, was ist in letzter Woche passiert, sondern es muss dann irgendwann im Arbeitsalltag passieren. Und was auch ein häufiges Problem ist in der Produktion, ist eben,
dass das Wissen, was in der Firma vorhanden ist, nicht für die Werkenden formalisiert ist. Das bedeutet, man hat dann zum Beispiel Prozessbeschreibungen, die zwar fürs Audit korrekt sind, aber der Werkende kann damit erstmal wenig anfangen. Das heißt, hier muss man ja das Wissen dann so übersetzen, dass es auch für die Produktionsmitarbeitenden gerecht ist. Und diese Probleme sind uns dann alle eben ja bewusst geworden, beziehungsweise es sind ja keine Probleme, sondern man kann immer besser werden. Und dann haben wir eben gesagt, zum Ziel uns gemacht, dass ich das untersuche, welches Wissen haben wir, wie wird es ausgetauscht und wie wollen wir das dann quasi in Zukunft gestalten, damit das Ganze systematischer wird und wir diese typischen Problematiken bei uns eben ganz sicher sind, dass die ausgemerzt sind. Natürlich für so eine Untersuchung, gerade auch bei der Studienarbeit, braucht man eine wissenschaftliche Grundlage. Da habe ich mich natürlich einmal auf den Profs bezogen, den kennen, glaube ich, alle, vermute ich mal, und habe dazu ergänzend auch noch das Münchner Modell genommen. Wird jetzt aber hier nur auf den Profs eingehen, weil das, glaube ich, ganz gut passt. Das heißt, wie habe ich mich dann damit auseinandergesetzt? Ich habe mir hier die Bausteine Identifikation, Verteilung, Bewahrung und Nutzung genommen, um die zu untersuchen, sozusagen den Wissensschatz, da habe ich das Bild auch hingemacht, auf diese Art zu untersuchen, der bei den Mitarbeitenden vorliegt. Warum habe ich jetzt hier den Wissenserwerb und die Wissensentwicklung nicht genommen? In dem Bereich der Werkenden sind wir bei einer, ja, wissensbasierten beziehungsweise wissensintensiven Arbeit. Das heißt, wir müssen hier kein neues Wissen entwickeln, wie bei einem klassischen Wissens Arbeitenden, sondern sind eher in der Anwendung. Und deswegen konnte ich eben diese beiden anderen Bausteine ausschließen. Genau, so viel erstmal zur Grundlage, was für meine Studienarbeit wichtig war. Jetzt würde ich eben auf das Praxisbeispiel bei uns eingehen. Habe hier auch nochmal ja unsere Baureihen, die wir bauen, sage ich jetzt mal aufgezeigt, weil wenn man Daimler Truck hört, bei der ich tätig bin, dann denkt man ja erstmal an die LKWs, die man so auf den Straßen sieht. Und das ist eben nicht, wo ich arbeite. Ich arbeite in der Sonderfahrzeugproduktion und da bauen wir von links nach rechts gesehen hier den Zetros, den Econic, den Unimog. Den Econic kennt man vielleicht so als Müllauto, jetzt ist er hier nicht orange dargestellt von der Straße und die Unimogs. Die kennen auch manche, weil es so ein bisschen Liebhaberfahrzeug ist. Und der rechte, den sieht man auch öfter mal auf der Straße, ist der Geräteträger, so bei Mähen, zum Beispiel auf der Autobahn. Ja, gibt es verschiedene Anwendungen. Das Wichtige ist daran, dass wir eben ein Sonderfahrzeugbereich sind. Das heißt, wir bauen jetzt nicht so, wie man sich in der klassischen Pkw-Produktion vielleicht kennt, in einem sehr kurzen Takt sehr viele Fahrzeuge, sondern wir bauen eben nur wenige Fahrzeuge. Das sind ungefähr 18 Stück pro Tag und auch mit einem längeren Takt, circa 30 Minuten. Das heißt, bei uns geht es wirklich auch darum, dass die Werkenden sich viel merken müssen, also hohe Umfänge kennen müssen und eben auch viele verschiedene Fahrzeuge kennen müssen, da wir eben ja jeden Kundenwunsch, sagen wir eigentlich immer, möglich machen. Und deswegen müssen sie eben auch verschiedene Tätigkeiten kennen. Und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, warum war uns das so wichtig, uns das hier eben bei den Mitarbeitenden anzugucken, das Wissen, weil bei uns Qualifizierung eine große Rolle spielt. Jetzt kann man sich hier nochmal angucken, wie dann, oder ich habe hier ein bisschen vereinfacht dargestellt, unsere Fabrik, wie das Ganze dann aussieht. Man kann sich quasi vorstellen, das wird so ein Rahmen gefertigt, läuft durch so eine Art Mini-Linie und wenn ich Linie sage, dann schieben die Mitarbeitenden hier unseren Rahmen durch. Das heißt, wir haben auch kein Band oder so. Das ist noch sehr viel Handarbeit und eine Fahrerhausmontage. Und dann bei der Endmontage wird dann der Rahmen reingesteuert, dann werden hier die Achsen angebunden, dann geht es hier eben weiter, wird der Motor gesetzt und dann wird das Fahrerhaus gesetzt und hier hinten wird das Fahrzeug in Betrieb genommen und dann geht es eben noch in Prüfstandsgebäude. Und da haben wir zum Beispiel auch einen klassischen Rollenprüfstand, um das Fahrzeug quasi zu testen, dass es auf die Straße kann. Und jetzt sieht man hier eingezeichnet mit so kleinen Lupen die Qualitätstore. Das ist dann, wo wir als Qualitätssicherung tätig sind. Und da sitzen immer unsere Mitarbeitenden und überprüfen die Fahrzeuge eben in den Q-Toren. Das kann man sich dann, hier ist es ein bisschen angedeutet, so vorstellen, dass da eben ein Mitarbeitender ist, der den ganzen Tag Zeit hat, das Fahrzeug auf Qualitätsmängel zu untersuchen. Da hat er einerseits eine geführte Prüfung, aber eben auch eine freie Zeit, die wir eben bewusst zur Verfügung stellen, dass sein Wissen einfließen kann in die Prüfung. Und da geht es eigentlich darum zu gucken, dass dieser Job gut erfüllt werden kann.
Genau, was man auch hier nochmal hervorheben kann. Wir hatten vorhin das Thema Probleme bei der Wissensweitergabe, einmal wegen Takt, wegen Schicht. Das haben wir alles. Und was wir auch noch haben, man sieht, die Q-Tore, die sind sehr verteilt. Das heißt, es ist auch nicht so einfach für die Mitarbeitenden, sich mal kurz was zuzurufen, da eben hier noch räumliche Distanz vorliegt. Genau, was wir auch haben, ist natürlich auf dem Grund basieren, dass wir sagen, wir brauchen eine hohe Qualifizierung bei den Mitarbeitenden, dass wir natürlich schon viele Kanäle haben, um eine Informationsverteilung vornehmen zu können. Und was da auch hinzugekommen ist in den letzten Jahren, ist natürlich bei uns auch die Digitalisierung. Das heißt, wir haben da schon sehr viel gemacht und unsere Werkenden haben tatsächlich auch alle ein eigenes Geschäftshandy und haben auch alle einen PC am Arbeitsplatz, was wir schon fleißig nutzen. Und auch durch das gibt es gerade eben verschiedene Kanäle, wo man ja in dieser Studienarbeit, wo wir geguckt haben, wie kann man das nochmal vereinfachen und bündeln. Und die würde ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen erläutern wollen. Genau, angefangen hat das Ganze eigentlich mit so einem, ja, Qualitätshinweis, sage ich mal. Das war ganz am Anfang. Da hat man einen Qualitätshinweis geschrieben und ausgedruckt und einfach den Mitarbeitenden hingelegt. Das machen wir jetzt immer noch, wenn es schnell gehen muss, weil das einfach der einfachste Weg ist, nach draußen zu kommunizieren. Das heißt, hier haben wir einen klassischen Ausdruck. Dann haben wir eine geführte Prüfung. Das habe ich ja schon mal angedeutet. Das nennen wir Fahrzeugbegleitkarte. Da hat der Werkende, hier sieht man mal so ein bisschen, wie es bei uns aussehen kann, eben die Fahrzeuge auf einem Tablet oder am PC, wie er das will, die Prüfpunkte und kann dann eben so eine Art Rundlauf, hier ist es jetzt im Rahmen machen und da geführt die Prüfung vornehmen. Dann haben wir natürlich trotzdem auch mündliche Abstimmungen. Wir haben ein Gruppengespräch, das einmal die Woche durchgeführt wird, wo es dann auch ein Protokoll gibt. Das Ganze hier in Word gehalten, was dann irgendwo auf dem Laufwerk hochgeladen wird. Wir haben eine Fehlerrückführung, das heißt, wenn ein Mitarbeitender einen Fehler sieht, dann muss er den natürlich einmal im System erfassen, dass er abgearbeitet werden kann und ja nicht so das Werk verlässt, logisch. Aber was wir auch haben, ist eine Verteilung der Fehler über Chat, also über Threema. Und das dient natürlich auch dazu, dass die anderen QS-Mitarbeitenden sehen, was ist denn hier an Fehlergeschehen passiert. Wir haben natürlich auch klassisch Schulungstools, wo wir schulen, wir verschicken Mails, klar. Eskalationskaskaden, da geht es eigentlich ein bisschen darum, dass der Meister auch mitmischt und Informationen verteilt. Und hier unten, klassisch haben wir auch bei uns ein Social Intranet im Konzern. Und das haben wir in den letzten Jahren auch eingeführt, um die Mitarbeitenden zu erreichen. Das heißt, unsere QS hat da eine eigene Gruppe, wo nur QS-Mitarbeitende sind und wo eben auch schon Informationen verteilt werden und wiedergefunden werden können, wie zum Beispiel Leitfäden, wo einmal so das Organisatorische von einem Arbeitsplatz, aber auch bestimmte Fehlerschwerpunkte schon hinterlegt sind, was gerade viel zum Anlernen auch genutzt wird. Genau, und jetzt würde ich schon übergehen zu dem, was ist dann eigentlich während der Studienarbeit passiert. Ich glaube, in der Einladung stand schon drinne, ich habe mich an Design Thinking angelehnt. Das habe ich getan, weil ich einmal gesagt habe, okay, wir arbeiten mit der Produktion. Da ist es ganz wichtig, dass die Nutzergruppe im Vordergrund steht. Natürlich aus dem Aspekt, weil wer weiß, was man weiß, natürlich die Leute draußen. Aber auch, weil das Thema Wissensmanagement für Produzierende oder generell hier sehr abstrakt war. Das heißt, man musste natürlich erst einmal auch vermitteln, um was geht es überhaupt. Und da ist es natürlich am besten, wenn man mit dem Kunden selber redet, Thema Betroffene zu Beteiligte machen. Und was mir wichtig war, ist, dass wir eben einen iterativen Prozess haben können, weil ich natürlich auch ein bisschen während der Studienarbeit oder während dem Prozess lernen musste, wie kann man denn so ein Thema vermitteln, wie geht man da am besten vor. Und durch dieses Iterative, was das Design Thinking eben einem ermöglicht, konnte ich dann hier auch währenddessen schon einige Korrekturen vornehmen. Und was eben mir auch wichtig war, ist, wenn man mit Mitarbeitenden der Produktion arbeitet, dann ist es immer sehr wichtig, das Ganze greifbar zu machen und zu visualisieren. Und Design Thinking ist ja schön bunt und visuell, die ganzen Methodiken, das hatte auch sehr gut gepasst. Das, was ihr jetzt hier seht, ist mal so ein, ja, ist eigentlich der Prozess von Design Thinking dargestellt. Und unten drunter habe ich nochmal geschrieben, was es dann für die Studienarbeit bedeutet hat oder eben für das Vorgehen. Das heißt, am Anfang das Verstehen, das war schon so ein bisschen bei der Anmeldung der Studienarbeit. Das heißt, wir haben ja unser Problem und unser Umfeld angeguckt, mein Chef und ich, und dann die Aufgabe definiert, was machen wir denn jetzt genau?
Dann ging es ums Beobachten. Das heißt für mich, ich habe eine Ist-Analyse gemacht und eben ganz viel auch mit den Mitarbeitenden von draußen geredet. Dann der nächste Abschnitt heißt Standpunkt definieren. Da geht es darum, dass man die Erkenntnisse auswertet und eben auch eine Persona anlegt. Das ist eine Methodik von Design Thinking, was so ein typischer Nutzer darstellt. Das wird ganz viel auch im IT-Bereich genutzt und hat aber hier auch nochmal echt gut weitergeholfen, eben so einen Mitarbeitenden in der Produktion greifbar zu machen, wie der oder die tickt, um da eben dann auch an den richtigen Punkten anzusetzen. Dann ging es um das Thema Ideen finden, Lösungen entwickeln, das Konzept auszuwählen. Und dann habe ich eben auch schon gleich einen kleinen Prototypen erstellt. Das heißt, die Lösung auch sichtbar gemacht für die Produktionsmitarbeitenden, so dass man auf Augenhöhe darüber diskutieren konnte und das Ganze dann getestet. Genau, jetzt würde ich dann auf die einzelnen Phasen eingehen nochmal. Hier beim Verstehen habe ich auch nochmal die Ziele hingeschrieben. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal bisschen angerissen. Hier steht es nochmal schwarz auf weiß. Das heißt, es ging darum, einmal diese Ist-Analyse zu machen. Das heißt, auch mal einfach darzustellen, welches Wissen liegt denn vor und um welches Wissen wollen wir uns kümmern, weil das Ganze auch natürlich ja nicht nur eigentlich bei den Mitarbeitern in der Produktion nicht ganz greifbar war, sondern auch für uns. Man redet immer viel drüber, aber das Ganze einfach mal zu dokumentieren hilft dann nochmal mehr. Dann eben diese Wissensflüsse zu analysieren. Wie fließt das Wissen zwischen den Produktionsmitarbeitenden? Aber wie fließt das Wissen auch mit der Meisterei, also mit den Meistern und natürlich auch ins Büro, weil wir Sachbearbeitenden oder wir Büromitarbeitenden, wir steuern ja auch ein bisschen die Prozesse draußen und müssen dann ja auch gucken, dass es immer ein Wissensstand bleibt. Und dann ging es eben darum zu sagen, okay, welche Kanäle haben wir denn jetzt zur Wissensverbreitung schon und zur Dokumentation und welche wollen wir dann auch weiter nutzen, beziehungsweise worauf wollen wir uns fokussieren? Und meinem Chef war es auch ganz wichtig, Stichwort Digitalisierung, zu sagen, hey, natürlich wollen wir dann nicht weiter bei dem Prozess, wir drucken irgendwas aus und bringen es rausbleiben, sondern wollen eine gute IT-Lösung haben. Und wie soll die denn aussehen? Nicht-Ziele waren das Change Management und auch die Umsetzung. Das heißt, was die Gabriele vorhin gesagt hat, ist wirklich cool, dass das Ganze jetzt auch ohne, dass es in der Studienarbeit angegangen wurde, draußen verwirklicht wurde und auch gelebt wird. Das heißt ja eigentlich, ja, dass es nicht so falsch war, wie wir unterwegs sind. So, wie bin ich dann vorgegangen bei der Ist-Analyse? Das ist jetzt ein bisschen viel. Was hier einmal wichtig ist, ist oben links erstmal die Workshop-Reihe, um eben diese Ist-Analyse durchzuführen und unten rechts die Wissenskarte als Ergebnis. Das heißt, jetzt sind hier ein paar Begriffe, genau die erläutere ich gleich. Ich habe am Anfang mich mit den Gruppenverantwortlichen erstmal getroffen und habe denen erklärt, was ich machen will. Und wir haben an der weißen Tafel, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger angefangen, uns anzugucken, was ist überhaupt ein Prozess draußen, also wie ist die Arbeitsreihenfolge draußen und was kennen oder welches Wissen liegt vor, wo wird es dokumentiert und wie wird es verbreitet. Das haben wir uns quasi erstmal ganz auf der weißen Wand angeschaut. Und dazu jetzt nochmal, was sind Gruppenverantwortliche? Das ist ja ein Begriff von hier. Wir haben bei uns die Struktur, dass es einen Meister und eine Gruppe gibt. Und dazwischen sind quasi die Gruppenverantwortlichen, so ein bisschen wie so, ja, man kann es eigentlich Schülersprecher oder sowas nennen oder eben hier in dem Fall Gruppenverantwortliche der Mitarbeitenden. Das heißt, die sind aus der Gruppe selber und vertreten eben die Bedürfnisse der Gruppe, aber sind auch ein bisschen weisungsbefugt. Also die sind eben auch nah am Meister dran und geben dann auch wieder die Themen vom Meister zurück in die Gruppe rein. Das heißt, hier hat man schon ein bisschen besseres Prozessverständnis als von einem Mitarbeitenden direkt draußen, weil es ja so eine Sandwich-Rolle ist zwischen den beiden Welten, sage ich mal. Genau. Und was ich dann eben gemacht habe aus diesen ersten Erkenntnissen, ist, dass ich ein Prozessmodell erstellt habe. Ja, so ein bisschen das Grundgerüst von der Wissenskarte unten, da würde ich jetzt quasi dran erklären. Das heißt, ich habe alles, was draußen eigentlich in einem Takt gemacht wird, quasi vereinfacht auf das Thema Fehler erkennen, Fehler bewerten, Fehler erfassen und kommunizieren. Also das ist quasi, was ein Mitarbeitender macht, wenn er ein Fahrzeug in seiner Station kriegt. Er macht eben einen Rundlauf, erkennt dann irgendwelche Fehler, bewertet die und bewertet heißt, er muss sie einklassifizieren, wie schwer ist der Fehler und tut das dann erfassen, um eben abzusichern, dass der Nacharbeiter das abstellen kann und kommuniziert es aber auch, sodass wir eben nachhaltigen Abstellprozess des Fehlers einleiten können. Und das ist eigentlich immer wieder so bei jedem Fahrzeug aufs Neue. Das heißt, es hilft natürlich dann schon mal den Mitarbeitenden in der Produktion, sich zurechtzufinden in so einem Workshop, weil sie wissen, okay,
da bin ich unterwegs, das ist meine Rolle, das kenne ich. Und dann hab ich auch diese Clusterung in implizites Wissen und explizites gemacht, um da auch nochmal zu vereinfachen, über was reden wir jetzt. Ist es einmal das Wissen, was irgendwo niedergeschrieben und dokumentiert werden muss, oder ist es ein Wissen, das wir eben verbreiten müssen, ohne dass wir es so greifbar machen können? Und was wir dann auch schon festgelegt haben, ist eben das Thema, welches Wissen gibt's? Das sind hier unten ja diese blauen Karten, so dass es dann mit den Mitarbeitern in der Produktion viel darum ging zu ergänzen einmal. Also fehlt euch was? Das war hier beim impliziten Wissen viel auch, dass dann da noch hinzugefügt wurde, weil da ja jeder ein bisschen andere Schwerpunkte für sich gefunden hat. Und eben auch viel um das Thema, okay, dieses Wissen hier, findet ihr euch da wieder, dass ihr das braucht? Wo habt ihr das denn dokumentiert? Wo findet ihr das? Und wie bekommt ihr die neuen Infos mit? Das hat dann einfach in den weiterführenden Workshops den Mitarbeitenden geholfen, sich in diesem ganzen Thema zurechtzufinden. Und dann sieht man es hier oben, das war dann quasi immer so das Blaue, war schon geklebt zu Beginn des Workshops, und dann haben wir die anderen Zettel ergänzt. Und eben durch die Nennungen von dem, wo wird's dokumentiert, wie wird's verbreitet, war ja auch schon ein bisschen klar, okay, wer geht denn in welches Tool, wer kennt welches Tool. Wenn was gar nicht genannt wurde, dann scheint es ja nicht so relevant zu sein oder nicht die richtige Formalisierung für die Mitarbeitenden in der Produktion zu sein. Und dann gab es eben noch die pinken Zettel, wo wir dann auch noch mal so Vor- und Nachteile oder Wünsche von den einzelnen Mitarbeitenden hingeschrieben haben. Genau. Und ich muss sagen, am Anfang war ich relativ skeptisch, ob diese Workshops so gut funktionieren, weil ich eigentlich dachte, das ist so ein abstraktes Thema, ob die da wirklich Lust drauf haben. Ich weiß es nicht. Aber in den Workshops habe ich dann gemerkt oder haben die Mitarbeitenden auch gemerkt, dass das total cool ist, sich mal damit zu beschäftigen. Was weiß ich eigentlich? Und alle haben sich irgendwie total gehört gefühlt, total wertgeschätzt gefühlt und hatten total Bock drauf. Und es waren jetzt auch nicht die ersten Workshops, die ich gemacht habe. Aber es war tatsächlich so, wenn ich danach durch die Produktion gelaufen bin, dass mich die Leute, die auch da waren, angesprochen haben, so, hey, wie geht's denn weiter? Wie weit sind wir? Hast du schon weitergemacht? Was kommt denn jetzt? Und dass sie richtig Bock drauf hatten, dass sich was verändert und ihre Arbeit da irgendwie einfließt. Also das hatte ich noch nicht so oder kenne ich nicht in dieser Stärke, sage ich jetzt mal, weil ja, die Produktion ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie so nach Veränderung strebt, sage ich mal. Und hier war jetzt wirklich zu spüren, dass da ein Bedarf da war und dass auch ein Interesse da war, sich da eben einzubringen. So, das heißt, was habe ich dann gemacht mit dem ganzen Wissen, was ich gesammelt habe? Ich habe die Persona erstellt, die habe ich jetzt hier Michael genannt. Einfach, also man musste ja benennen, weil Michael könnte ein Werken davon uns sein. Die sind meistens männlich, unsere Mitarbeitenden, deswegen hier auch in der Männerperson. Genau, und dann habe ich eben ja diese Vorlage befüllt. Und ich würde jetzt hier auf ein paar Themen eingehen, damit man einfach später besser versteht, wie ich auf die Lösung gekommen bin, nicht auf alles. Genau, erstmal diese Persona hat mir geholfen, nochmal diesen typischen Arbeitsalltag besser greifbar zu machen und zu verstehen, wie ich eben mit dem Wissensmanagement unterstützen kann. Weil gerade die Motivation und Anreize der, also hier unten ist es Lust und Gains, der Mitarbeitenden in der Produktion doch sich davon groß unterscheiden, wie ich jetzt persönlich ticke oder wie die meisten Mitarbeitenden hier im Büro ticken. Ja, da eben der Produktionsmitarbeitende ein bisschen andere Anreize hat, hier bis hingeschrieben. Also zum Beispiel einfach einen angenehmen Arbeitstag zu haben, ohne groß eine Herausforderung vor sich zu haben, aber natürlich trotzdem auch eine Art Wertschätzung zu bekommen und eine Rückmeldung. Das vergisst man oft. Klar, das ist eine Routinetätigkeit, aber trotzdem wollen die Mitarbeitenden auch als Person gesehen werden. Und was natürlich auch draußen immer wichtig ist, die Uhr tickt und es setzt dann so einen Produktionsmitarbeitenden auch schneller unter Druck, schneller wahrscheinlich als wir es ja gewöhnt sind, die gewöhnt sind, viele verschiedene Aufgaben gleichzeitig im Büro zu handeln, ist es draußen ja eher eine Abarbeitung einzelner definierter Aufgaben nacheinander. Das heißt, wenn es dann zu einer Unklarheit kommt, ist es den Mitarbeitenden draußen sehr wichtig, schnell Hilfe zu bekommen. Und was auch rauskam, was auch gerne vergessen wird bei der Arbeit mit den Mitarbeitenden in der Produktion, dass trotzdem auch eine Sinnstiftung da sein soll. Das heißt, das Hintergrundwissen zur Aufgabe ist auf jeden Fall was, was dort gefragt ist und was auch immer wieder genannt wurde. Ich bekomme eine Vorgabe, die ich prüfen soll, aber ich weiß ja gar nicht, wo der Fehler herkommt. Wenn ich das weiß, kann ich mir das viel besser merken, kann ich das viel besser einschätzen, ob das gut oder schlecht ist. Also bitte schlaut mich doch auf, gebt mir viele Informationen mit. Genau.
Dann natürlich auch wichtig, die Probleme und Pains. Ein bisschen haben wir schon über das Allgemeine geredet. Jetzt hier nochmal auf unsere Arbeitsplätze bezogen. Da ist es auch so, dass Informationen nachholen nach Abwesenheiten, sind es Urlaube oder Krankheiten ein Problem ist, weil eben man kommt an seinen Arbeitsplatz morgens, wenn man ans Büro denkt, dann habe ich jetzt hier 100 Mails, die kann ich alle mehr oder weniger in Ruhe lesen. Da läuft jetzt kein Auto vom Band runter, während ich das tue. Aber bei den Mitarbeitern in der Produktion ist es ja schon so, die kommen an ihren Arbeitsplatz und dann geht die Uhr los und dann soll auch die Leistung gebracht werden. Das heißt, man muss es irgendwie dann smart in diesen Ablauf integrieren, dass dann eben die Informationen nachgeholt werden. Dann ist ein Thema, weil bei uns ja wirklich Fahrzeuge teilweise sehr selten laufen, dann bauen wir zwei im Jahr die Erhaltung der Qualifikation. Also hier auch nochmal explizit der Wunsch nach so einer Art Nachschlagewerk und eben das Thema Unsicherheit bei fehlender Information, nochmal eben mit dem Aspekt, dass man sehr verteilt ist, also seinen Kollegen zum kurz über den Schreibtisch zu rufen, hilf mir mal kurz, ich habe hier eine Frage, ist nicht so einfach. Und natürlich auch das Thema Fehler erfassen, das darf man nicht vergessen, ist ja einmal total wertvoll für uns, weil das natürlich zu unserer Qualität beiträgt und auch ein wichtiger Bestandteil ist. Heißt aber auch immer, ich zeige mit dem Finger auf jemand, der einen Fehler gemacht hat, also zum Beispiel dem verbauenden Bereich. Und hier will man natürlich keinen Fehler machen, weil wenn ich dreimal jemanden angezählt habe, was gar nicht so war, weil es doch in Ordnung war, dann wird der sich nicht mehr freuen und nicht mehr nett zu mir sein. Und hier entsteht natürlich auch eine Unsicherheit, weil ja, das Thema fehleroffene Fehlerkultur einfach kein einfaches Thema ist. Genau. Und dann geht es auch darum, dass man eben, wenn man eine gute Arbeit leistet, dann ist es eine Arbeit, die auch durch eine Routine lebt. Also das ist ja auch dieses Körperwissen, was man hat, das spielt auch in diese Prüfung mit rein. Und wenn man jetzt hier ständig Unterbrechungen hat, weil man sich eben eine Information rausziehen muss, dann führt es dazu, dass die Prüfqualität sinkt, beziehungsweise man hier aus der Routine gerissen wird, vielleicht nicht mehr weiß, wo war ich gerade oder da eben ein Risiko besteht. Das heißt, die Integration eben vom Business Management in den Arbeitsalltag spielt hier auch noch Rolle. Ja, hier unten rechts kann man nochmal sehen, Trends, Digitalisierung ist hier drin, viele Programme, Informationskanäle müssen bedient beherrscht werden, das spielt auch eine Rolle. Mitarbeiter in der Produktion hat bei uns zwar einen PC, aber es ist alles andere als dass es sein gewohntes Arbeitsumfeld ist. Also die Mitarbeitenden von uns sind super Mechaniker, aber natürlich keine Informatiker. Das heißt, hier muss man auch immer gucken, dass die Informationen dann auch gut zu finden sind oder die IT-Systeme unkompliziert sind. So, was bedeutet das jetzt für uns? Ich habe es schon mal angedeutet. Hier in der Mitte abgeleitet, konnte man dann eben super die Erkenntnisse fürs Wissensmanagement ziehen. Wir wollen wenig verschiedene Kanäle und Programme. Push gegenüber Pull bevorzugt. Das heißt, ja, die Mitarbeitenden haben zwar teilweise eine Eigenmotivation, wenn Unklarheit verspürt wird, das habe ich auch gesagt, dann ist Pull in Ordnung. Aber wenn eben keine Unsicherheit da ist, dann soll erstmal die Routine im Vordergrund stehen und da muss dann eben die Information am liebsten von außen kommen, weil eben auch nicht die Zeit da ist, sich damit intensiv auseinanderzusetzen, welche Information brauche ich jetzt gerade eigentlich, wenn nicht eh diese Unklarheit da ist. Und dann auch das Thema kein einseitiger Wissensfluss. Also es soll nicht so sein, dass der Mitarbeitende dann irgendwie was weiterspiegelt und dann nicht mehr weiß, was damit passiert. Das geht dann auch nochmal in die Richtung Sinnstiftung, aber auch Wertschätzung. Das heißt, ich bekomme eine Erklärung und eine Reaktion. Das ist die Kommunikation von Hintergrundwissen und die einfache Zugänglichkeit nach Abwesenheiten, was Änderungen angeht, eben auch nochmal auf dieses Thema Urlaub bzw. Krankheiten. Und die wenige Zeit, um alles nachzuholen, gemünzt. Genau, das heißt, jetzt gehen wir in die Lösungsfindung. Und da gibt es jetzt verschiedene Aspekte, sage ich mal, die zur Lösung reinspielen. Und das erste ist eigentlich der Ort, in dem dieser Wissensaustausch stattfinden kann. Das war für mich eigentlich relativ schnell klar. Das muss das Gruppengespräch sein, weil das eben der einzige Zeitpunkt ist, wo alle Mitarbeitenden an einem Ort sind. Das heißt, wenn man eine standardisierte Info weitergeben will und auch klar sein soll, dass es alle gehört haben, beziehungsweise eine Reaktion ja möglich ist, das heißt ein Austausch, eine Frage gestellt werden kann, dann muss es im Gruppengespräch sein. Weil wir da eben, hier unten ist es grün eingezeichnet, nicht mehr diese verteilten Orte in der Produktion haben, sondern sich alle Mitarbeitenden in der Gruppenzone befinden, also in einem Ort. Das heißt, wir haben keine Wissensinsel mehr, wo jetzt ein Austausch stattfinden würde, sondern ein zentrierter Ort, an dem sich alle befinden.
Der zweite Aspekt, der dann wichtig war, war ja, okay, wenn wir jetzt den Wissensaustausch, sage ich mal, einen Ort dafür gefunden haben, wo wir das Ganze dann zentralisieren wollen, wie tun wir das dann protokollieren, unser Wissen? Und da war ich dann natürlich erstmal, okay, Gruppengespräch, wir haben ja schon ein Protokoll, wo wir dokumentieren können, das als Ansatzpunkt genommen und habe dann da eben die Idee gehabt, das als Pointerkarte zu nutzen. Was bedeutet das? Eine Pointerkarte bedeutet, wir haben erstmal eine Übersicht, wo wir verschiedene Informationen eben aufzeigen und können dann eben über Links Absprünge zu den detaillierteren Informationen gehen. Genau, und hier ist es jetzt eben so, vorher war das Gruppengespräch, ich habe es vorhin angedeutet, als Word-Dokument. Da kann man natürlich solche Links nicht so super gestalten. Das heißt, das IT-Tool, das hat sich dann eigentlich auch relativ schnell herauskristallisiert, war dann das Social Intranet, wo wir ja eh schon Informationen teilweise hinterlegt hatten, wo dann auch das Protokoll vom Gruppengespräch hingewandert ist. Und hier kann man es jetzt eben sehen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben erst einen Themenspeicher vom Gruppengespräch, wo dann hier eben Themen gesammelt werden. Das heißt, man kann jetzt hier eine Kategorie, ein Thema und wer ist der, der es genannt hat, beziehungsweise der, der berichtet, eintragen. Das können alle Mitarbeitende jederzeit machen, weil jeder einen Zugriff hat zum Social Intranet und er muss eben nur den Themenspeicher finden, der immer am gleichen Ort ist. Und dann, wenn jetzt das Gruppengespräch gesprochen wurde, dann wird eben das Protokoll, also das Protokoll, quasi der Themenspeicher wird dann zum Protokoll, wird noch ergänzt um das, was gesprochen wurde und wird dann kopiert und veröffentlicht, so dass das Ganze als Push, also das Social Intranet hat auch eine Push-Funktion mit einer Startseite, also so eine Art Newsfeed, das kennt man ja aus den verschiedensten sozialen Medien, dass es dann dort eben auftaucht und man automatisch eben immer das neueste Protokoll findet und da eben aber dann auch direkt abspringen kann oder beziehungsweise jetzt durfte leider hier jetzt keine echten Themen aus der Produktion einfügen, aber hier hat man natürlich die Möglichkeit, Bilder einzufügen, Prüfpunkte, die vielleicht neu sind, einzufügen, eine Verlinkung, dann da direkt draufgehen kann, um sich dann eben die detailliertere Information zu holen. Aber das Ganze ist jetzt nicht nur dafür da, um eben diese neuen Informationen zu dokumentieren, sondern wir haben ja auch ein gewisses Standardwissen, also Nachschlagewerk habe ich es genannt, und das kommt dann eben hier unten dran. Das heißt, hier unten gibt es dann immer die gleichen Links, sage ich jetzt mal, hier die Leitfäden, in denen eben so diese Arbeitsanweisungen für die einzelnen Q-Tore stehen. Hier, das ist jetzt schon neu, das habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht gehabt, Hilfestellungen zu IT-Themen. Und da machen sich eben jetzt die Werkenden selber so eine Art Lexikon hin, wo sie immer dann verlinken, wo dann eben diese weiterführenden Informationen sind, wenn sie die eben brauchen. Das heißt, dadurch, dass das Protokoll ja jede Woche neu veröffentlicht wird, ist es bei ihnen immer vorne. Und Sie können dann da immer den Absprung schaffen zu der Information, die Sie suchen. Rechts habe ich das dann nochmal zusammengefasst. Was bedeutet es jetzt? Wir haben alle Informationen an einem Ort. Das heißt, über dieses Gruppengesprächsprotokoll komme ich dann immer zu allen Informationen, die gebraucht werden. Also wenig verschiedene Kanäle, unkomplizierter Prozess. Ich muss eigentlich immer nur wissen, wo liegt mein Protokoll bzw. mein Themenspeicher und komme dann dahin. Alle erhalten Informationen gleichzeitig. Bedeutet im Gruppengespräch, wenn jetzt natürlich eine Frage im Produktionsprozess auftaucht, ist es auch klar, dass die beantwortet werden muss, aber die Regel ist sozusagen, dass es danach mit ins Gruppengespräch genommen wird und dann eben von der Person, die die Frage beantwortet hat, hier protokolliert wird und dann wird es im Gruppengespräch angesprochen. Also kein einseitiger Wissensfluss mehr und auch nicht, dass Wissensinseln entstehen könnten, weil spätestens im Gruppengespräch alle die Informationen haben. Und dieses Push, was sich auch gewünscht wurde, dass es eben immer sichtbar wird, ist umgesetzt, da das eben das Social Intranet automatisiert bietet. Und dann nach einer Abwesenheit kann ich mir einfach die letzten Protokolle angucken und sehe dann hier die Änderungen alle zusammen. Früher war das eben so, dass man sich dann erstmal durchs Laufwerk klicken musste, hatte dann irgendwo ein Word-Dokument, da stand dann drin Änderung Leitfaden, dann musste ich wieder ins Social Intranet, musste mir den Leitfaden raussuchen und so weiter. Ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen. Das Ganze habe ich jetzt, ich habe es hier mal hingeschrieben, den Umständen geschuldet. Also die Studienarbeit hat natürlich einen gewissen Zeitraum. Das heißt, ich konnte jetzt hier kein halbes Jahr dann wirklich im Geschehen das Ganze optimieren. Habe das dann so gemacht, dass ich versucht habe, ein bisschen diese ja, Pointerkarte an so eine Leinwand ranzuhängen. Mit den Pfeilen sieht man es, hey, stellt euch vor, jetzt könnte man dahin springen, jetzt könnte man dahin springen. Und habe dann mit den Mitarbeitenden, die eben am Anfang involviert waren, nochmal hier Zettelchen hingehängt, was war denn jetzt super und wo sind Änderungswünsche?
Und das hat eben dazu geführt, dass wir schon die ersten No-Gos sozusagen rausschnitzen konnten und auch die ersten Wünsche integrieren konnten. Zum Beispiel eben am Anfang war der Themenspeicher noch abgespalten von dem Protokoll und dann war die Bitte, hey, aber wir können den Themenspeicher doch eigentlich gleich reinmachen, dann spart man sich die Rumgeschreiberei und so. Also ganz sinnvolle Ideen sind da aufgekommen. Genau, aber natürlich, wenn man die Zeit hat, dann ergibt so ein Testen viel mehr Sinn, dann im Echtbetrieb das zu machen und zu sagen, jetzt rollen wir aus und dann treffen wir uns nach 4 Wochen wieder, wenn wir das alle uns besser vorstellen können, über was wir reden und schon die ersten Erfahrungen gesammelt haben. Aber trotzdem hat es jetzt hier eben wieder diese Greifbarkeit von dem Thema. Also ich hänge es wohin und habe was zum Anfassen und was zum damit arbeiten und ein paar Beispiele geholfen, um das eben verständlicher zu machen für den Werkenden, über was reden wir denn jetzt eigentlich? Genau, und so als letzte Folie nochmal, was waren denn jetzt die Learnings? Also einmal eben, Business Management ist für die Werkenden sehr abstrakt. Das heißt, dieses Abholen und Einbinden ist enorm wichtig, um dann auch den Rückhalt aus der Mannschaft zu haben, das Ganze umzusetzen. Hier das Risiko eben, bei mir war es jetzt so, die Person, die es dann am Ende umgesetzt hat, war abwesend. Und da hat man auch wirklich gemerkt, dass diese Erkenntnisse, die wir alle im Prozess hatten, als wir uns dieses Grundgerüst, was ist unser Wissen aufgebaut haben, hat gefehlt. Und hier muss man dann eben gucken, dass man am besten wirklich alle im Boot hat. Aber eben auch, wenn man alle im Boot hat, die Chance, hier jetzt die Umsetzung aus der Meisterei selbst zu haben. Das heißt, man hat eine Akzeptanz und dann auch eine pragmatische Umsetzung. Das heißt, ich habe ja so eine Art Grundgerüst, eine Idee gegeben und die Meisterei hat es dann für sich so angewandt und selbst optimiert. Das ist, glaube ich, immer das, was. Weiß nicht, ob wir Berührungspunkte mit der Produktion haben, aber Produktionsmitarbeitende sind Meister der Selbstoptimierung. Das heißt, wenn so ein Prozess auf dem Papier nur funktioniert, dann wird man sehr schnell merken, wenn man da nicht zu so sehr ins Detail geht, reicht es, glaube ich. Man muss eben das Grundgerüst gut vermitteln und dann lässt man die Details direkt bei den Werkenden, das dann umzusetzen. Weil das Ganze dann auch viel besser gelebt wird. Diese Workshops, die Visualisierung und die Mitgestaltung, die haben eben einmal geholfen, das Ganze verständlich zu machen, aber eben auch den Wert des Wissens zu vermitteln, eine gewisse Begeisterung zu erwecken und auch eine Wertschätzung. Das heißt, selbst jetzt abgesehen von diesem Gruppengesprächsprotokoll, was jetzt rausgekommen ist, bei den Mitarbeitenden, die da involviert waren, bin ich mir relativ sicher, dass die jetzt, wenn sie eine neue Erkenntnis haben, sich besser bewusst sind, dass es wichtig ist, die zu teilen, weil sie eben dieses Learning selbst hatten an der Wand, was es eigentlich gibt, was es bedeutet, sein eigenes Wissen und teilweise sogar, fand ich auch sehr cool, dann mitgenommen haben eben aus diesem Workshop, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, wo das Wissen eigentlich ist. Ich schärfe da jetzt nochmal nach und gucke mir das nochmal genauer an, dass ich da selber besser Bescheid weiß, weil ich merke ja gerade, ich brauche das Wissen eigentlich. Und ich will ja dann nicht gestört werden, wenn es mal soweit ist. Genau, und natürlich aber auch besser als so ein Testworkshop ist natürlich, den Prozess des Rollouts zu begleiten. Da würde ich eben empfehlen, so einen Mittelweg zu machen, den Mitarbeitenden ihre Freiheiten zu lassen, aber dann eben an den richtigen Stellen Workshops zu machen, wo man das Ganze sich zusammen nochmal anguckt und dann mit Ideen, Impulsen unterstützen kann. Genau, und hier unten habe ich das Ganze nochmal so mit Blumen, der Aha-Effekt. Ich glaube, ganz viele hier hatten einen Aha-Effekt, was das Thema Wissensmanagement angeht. Nicht nur in der Produktion, auch im Büro wurde ich jetzt schon öfter angesprochen, hey, ist jetzt das Social Intranet für uns auch das richtige Tool? Da habe ich gleich gesagt, nein, 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 stopp. Man kann es jetzt nicht einfach auf alle übertragen, dass das das richtige Tool ist. Aber das Wichtige ist, sich eben damit zu beschäftigen, sich erstmal anzugucken, was für Wissen haben wir, wie verbreiten wir es, wo dokumentieren wir es, genau die Fragen. Und dann kann ich euch vielleicht auch sagen, wie ihr das jetzt am besten machen sollt. Aber dass das Thema überhaupt eben da ist und alle die Chance haben, den Wert ihres Wissens zu erkennen. Das heißt, als Abschließendes, ja, hier nochmal aus der Literatur, am Anfang mit dem Zitat auch, mit dem Vorurteil, dass eben kein Wissen in der Produktion vorhanden ist. In der Literatur kann man auch zur Erkenntnis halt stopp, man kann ja IT-gestützt mit Wissensmanagement in den Werkshallen unterstützen, weil eben Wissen vorhanden ist. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen mit der Studienarbeit, aber auch jetzt mit der persönlichen Erfahrung, weil eben der Prozess eigentlich dann Selbstläufer war, dass es auf jeden Fall Sinn ergibt, hier tätig zu werden. Das von meiner Seite. Wenn es Fragen gibt, sehr gerne. Erstmal ganz herzlichen Dank, Larissa. Das war ein wahrer Parforce-Ritt durch einen sehr dichten Vortrag. Im Chat sind keine Fragen gelandet. Ich glaube, das lag aber auch daran, dass alle so mit Zuhören beschäftigt waren, dass man jetzt nicht noch schreiben wollte.
Deshalb frage ich mal in die Runde, was wollt ihr Larissa gerne noch fragen? Mich würde interessieren, das waren ja insgesamt, wenn ich das richtig gezählt habe oder richtig gesehen habe, 7 Workshops. Wie lange waren die? Und über welchen Zeitraum? Genau, die Workshops waren unterschiedlich lang, aber das Wichtige ist, glaube ich, die Workshops mit den Mitarbeitenden, die waren 1 Stunde. Okay. Genau, und der Zeitraum, also tatsächlich diesen 5. bis 7. Workshop, also da, wo ich dann wirklich mit den Mitarbeitenden diese einzelnen Wissenskarten, also persönlichen Wissenskarten erarbeitet habe, die waren alle direkt hintereinander. Also wenn ich es nochmal machen würde, würde ich, glaube ich, ein bisschen Zeit dazwischen lassen, einfach um die Erkenntnisse auch in den nächsten Workshop wieder einfließen lassen zu können. Direkt Definitiv. hintereinander, noch kurz eine Nachfrage. Direkt hintereinander heißt 13 bis 14 Uhr, 14 bis 15 Uhr, 15 bis 16 Uhr. Ja, dazwischen eine halbe Stunde, um die Tafel Okay, wieder freizuschaffen und zu gut. dokumentieren, aber ja, so. Okay, gut. Danke. Okay. Gerne. Herzlichen Dank erstmal. Und da ich sehr auf Design Thinking in Business Management Projekten schwöre, habe ich mich gefreut, und dass Sie das angewendet haben. Und das war auch ein Grund, warum ich zugehört habe. Meine Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Ja, der Prozess hing ja, ich hörte ja hier beim Testen auf. Genau, und dann war es so, dass ich quasi das ganze Wissen einfach mal so an ja, die Meisterei übergeben habe, mit so einem Prototyp auch, also im Social Intranet schon von dieser Karte, wie die aussehen konnte. Und dann habe ich den tatsächlich komplett freien Lauf gelassen. Das heißt, das Ganze lebt jetzt so, wie es lebt, und es ist eine Selbstoptimierung. Von meiner Seite aus ist da gerade keine Betreuung. Genau, aber natürlich, was ich ja auch gesagt habe, wenn man jetzt Zeit hätte, ergibt es sicherlich Sinn, dann nochmal einen Workshop zu machen, um zu sagen, okay, wie sieht denn jetzt der Stand aus von jetzt hier in dem Fall dem Gruppengesprächsprotokoll, wie können wir da jetzt weiter anpassen? Weil eben natürlich dadurch, dass ich jetzt das Ganze alleine lasse, auch ein paar Ideen einfach verloren gegangen sind, die dann nicht rübergekommen sind in dem, wie ich es ja übergeben habe, sage ich jetzt mal, weil es nicht ganz optimal war. Ich bin ein Fan von Prototyping, und ich fand den, und zwar pragmatischen Prototyping, und fand das super. Das ist so gut. Alle sehen, was los ist. Das ist quasi, als hätte man das vor sich. Fand ich super. Dankeschön. Dankeschön. Du, ich übernehme mal die Rolle für den Johannes. Der hat in den Chat geschrieben, sein Mikro funktioniert leider nicht. Wie schwer war es, die Mitarbeiter aus der Werkhalle von einer IT-Lösung wie die der Wissensdokumentation zu überzeugen? Gab es hier Schwierigkeiten in Bezug auf Altersstruktur, oder waren die Hürden, Widerstände sehr gering, da die Werkhalle sowieso bereits stark digitalisiert ist? Ja. Am Anfang war die Hürde groß. Also als ich genau, gehen wir nochmal hier hin. Am Anfang habe ich ja angefangen, quasi erstmal so dieses Grundkonzept zu erstellen mit den Gruppenverantwortlichen. Und da kam auch oft die Aussage, ja, wir glauben nicht, dass da was rauskommt. Du kannst es natürlich gerne machen. Wir helfen dir dabei. Wir stellen dir die Mitarbeitenden, soweit es eben geht, frei. Aber wir können uns nicht vorstellen, dass da was bei rumkommt, weil ja, also die fanden es ganz schwierig, konnten es nicht greifen, wie das funktionieren soll. Da ich dann die einzelnen Mitarbeitenden aber an meiner Seite hatte, und da wurde schon auch clever ausgewählt, so dass das Mitarbeitende war, die auch was zu sagen haben und es dann so ein bisschen in die Gruppe transportieren können. Da gibt es ja schon immer in so einer Gruppendynamik auch die, die dann was gut verkaufen können. Ging es dann eigentlich relativ gut. Weil aber auch, also dieser Punkt spielt schon auch mit rein, wir ja schon stark digitalisiert sind. Das heißt, es war jetzt nicht die erste IT-Lösung, die da um die Ecke kam, sondern eher eine, die den Werken dann so ein bisschen geholfen hat, diese ganzen IT-Lösungen, die wir haben, zusammenzufassen und es eher zu erleichtern, damit umzugehen. Aber es ist natürlich kein Selbstläufer. Und ich habe jetzt das Glück, die Person, die das Ganze jetzt in der Produktion ausrollen aus der Meisterei selbst, die sind ja dann da und helfen dann auch den Prüfenden oder den Werkenden, wenn es Probleme gibt, und sind dann erster Ansprechpartner, wenn sich jemand nicht zurechtfindet. Das muss man natürlich diesen Support dann auch zur Verfügung stellen. Ja, definitiv. Wie war denn die Altersstruktur, und hatte das einen Einfluss? Ja, die Altersstruktur war durchwachsen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht genau, wie das war. Ich kann jetzt nur tippen. Also ich denke jetzt mal, der Jungs war ungefähr 30, der Älteste ungefähr 55, also wirklich durchwachsen. Und da waren schon auch unterschiedliche
Schwerpunkte bei den Themen der Wissenskarte und auch bei den Bedürfnissen und Wünschen. Also es waren unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche da und ich glaube, das war auch gut, dass wir diese verschiedenen Altersstufen in den Workshops abgebildet hatten, eben um die dann mitzubekommen und dadurch dann eine Lösung zu finden, die für alle passt, ja. Ich habe auch noch eine Frage oder eigentlich zwei. Larissa, das eine bezieht sich auf die Lösung, nämlich des Gruppengesprächs so als zentrales Element zu wählen. Das finde ich sehr klug. Jetzt hattest du aber ja auch vom Schichtbetrieb gesprochen. Da wäre meine erste Frage, ist dann das Gruppengespräch so gelagert, dass da eine Schichtüberlappung stattfindet? Oder wie fängt man damit das Thema des Schichtbetriebs auf? Und die zweite Frage ist, du musstest ja jetzt natürlich für die Studienarbeit auch ein bisschen an Theorie liefern. Und wenn ich jetzt hier gucke, na, hast du aber auch mit den Werkenden durchaus über solche Konzepte wie explizit und implizit gesprochen. Wie schwierig war das denn tatsächlich zu vermitteln? Also einmal Gut. Übergabegespräch und Gruppengespräch und Schichtbetrieb und einmal, wie hat dir die Theorie tatsächlich geholfen oder dich vielleicht auch behindert? Genau, also erstmal zur ersten Frage. Schichtbetrieb, jetzt habe ich oder haben wir das Glück, dass unsere Schichtmitarbeitenden, das sind nicht viele und die sind auch rollierend. Das heißt, die sind immer mal wieder auf jeden Fall im Gruppengespräch da und sind da nicht komplett ausgeschlossen. Plus, wir haben das so gelöst, also wir haben aktuell die Prüfstände, die einen Zweischichtbetrieb fahren und die sind ein bisschen versetzt zur Normalschicht. Das heißt, da gibt es auch eine gewisse Übergabephase natürlich, was man nu mitnutzen kann und die soll auch genutzt werden. Und das Gruppengesprächsprotokoll steht dann natürlich auch für die Mitarbeitenden der Schicht zur Verfügung, um das eben zu lesen, so als wären sie abwesend gewesen, was sie auch waren in dem Gruppengespräch. Genau, wenn man jetzt natürlich Schichten hat, die komplett entkoppelt sind, dann ist es nochmal eine ganz andere Herausforderung. Das ist klar, mit der ich mich jetzt Gott sei Dank nicht beschäftigen musste. Genau, die zweite Frage, die Theorie. Ja, die Theorie war definitiv eine Herausforderung. Und deswegen war ich auch so froh, dass ich eben diese Workshops so gestaffelt habe. Also diese erste und zweite, das ist vielleicht auch nochmal auf die vorherige Frage. Geht ja nochmal dahin zurück, die waren ja zeitlich versetzt zu diesen Workshops, wo ich dann am Ende mit den Werkenden gemacht habe, die dann, oder mit den Mitarbeitenden, die dann quasi die wirklichen Kutor-Prüfer waren in dem Prozess. Das heißt, ich konnte ja an diesen zwei Workshops schon mal ein bisschen lernen, welche Wörter kann ich denn verwenden, welche eher nicht, welche lösen ganz große Fragezeichen aus, wie kann ich die vielleicht erklären, diese Wörter, die ich dann aus der Theorie mitgebracht habe, wie kann ich das dann runterbrechen und habe dann eben gemerkt, manche Sachen gehen implizit, explizit, geht zum Beispiel über das Beispiel Fahrradfahren sehr, sehr gut. Andere Dinge gehen jetzt eher nicht. Also mit den Bausteinen von Probst hätte ich ja jetzt, glaube ich, oder habe ich am Anfang, glaube ich, irgendwann mal angefangen und habe das dann sehr schnell gelassen. Sondern es dann eher über diese Karte nach unten sieht man es mit der Frage, wo wird denn dokumentiert? Das ist ja dann der Baustein, ohne jetzt zu sagen, dass irgendein Baustein wäre, der mit Wissensmanagement zu tun hat. Das heißt, hier konnte ich ein bisschen lernen, was funktioniert nicht. Und habe dann eben aber auch versucht, diese Theorie schon in so ein Grundgerüst rein zu basteln, das dann eben mit der Praxis übereinstimmt, sodass sich die Werkenden dort wiederfinden konnten. Ich habe noch eine Frage. Und zwar würde mich interessieren, zum Design Thinking Prozess. Der ist eigentlich gekennzeichnet durch interdisziplinäre Teams. Inwiefern war das hier überhaupt möglich und hast du es überhaupt in einem größeren Team gemacht oder ist es vor allem dein eigenes Werken gewesen und du hast dann die Mitarbeitenden peu à peu mit eingebunden? Ja, das stimmt. Der Aspekt, der ist jetzt hier ein bisschen zu kurz gekommen. Also das waren ja hauptsächlich ich und die Werkenden. Und hattest du auch beim Prototypen zum Beispiel, ich finde jetzt, der ist sehr angemessen und scheint eigentlich perfekt geeignet zu sein. Ich kenne vor allem Design Thinking auch, dass man da sehr spielerisch arbeiten kann, mit vielen Materialien unterwegs ist, vielleicht sogar basteln könnte. Hattest du da auch überlegt, das anders anzugehen? Am Anfang habe ich überlegt, ob man es quasi noch freier macht. Also ich habe jetzt quasi nur die Möglichkeit gegeben zu kommentieren und nicht wirklich zu basteln, so wie du sagst. Aber ich habe dann festgestellt, dass das Ganze noch ein bisschen zu abstrakt war. Also das Ergebnis, was ich gezeigt habe, war auch der zweite Workshop. In dem ersten Workshop war das noch ein bisschen anders. Genau, das heißt, ich habe dann hier tatsächlich schon sehr viel vorgegeben. Ich glaube aber, wenn man da mehr Zeit hätte, hätte das tatsächlich
tatsächlich auch Sinn ergeben können, allerdings nicht mit den Werkenden selber, sondern eben mit so einer Person wie einem Gruppenverantwortlichen, dass man den dann nach diesen ersten Erkenntnissen wieder stark einbindet und dann zu zweit das Ganze erarbeitet. Das wäre auch ein bisschen das, was ich mir gewünscht habe, was dann, glaube ich, den Rollout nochmal optimiert hätte, dass nicht dann ein paar Ideen verloren gehen, weil es einfach nicht rüberkommt, weil man nicht dabei war, als ich quasi die Erkenntnisse hatte. Beantwortet es deine Frage? Ja, vielen Dank. Okay. Ja, ich glaube, wenn ich so in die Gesichter schaue, alle zufrieden und vielleicht auch ein bisschen erschöpft. Ja, also ich kenne ja aus der Studienarbeit die Bilder, die jetzt hier so klein sind von den Kartenwänden mit den vielen Post-its aus den Workshops in größer. Das hatte mich bei der Studienarbeit schon sehr beeindruckt, Larissa. Also da spürt man, dass da eine ziemliche Energie offensichtlich da war in den Workshops und auch wie du das dann gezähmt hast mit den unterschiedlichen Farben und den Post-its. Also ich denke, das ist für so ein abstraktes Thema so haptisch wie möglich gestaltet, wenn ich das mal sagen darf. Gut, dann noch mal ganz, ganz herzlichen Dank, das war ein toller und sehr praxisnaher Vortrag und ich glaube tatsächlich zu diesem Thema der Produktion, der produzierenden Mitarbeitenden hatten wir bisher noch nichts. Ja, ganz herzlichen Dank.